So, willkommen zurück. Wir machen heute etwas Krafttraining. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen was für die Core Strength gemacht. Das werden wir heute wieder machen. Wir machen ein paar Übungen vorbereitend für die Klimmzüge und wir machen allgemein so heute ein bisschen so ein ja, Körpertraining, viel mit eigener Kraft, aber auch mit extra Gewichten für die, die einfach schon ein bisschen fit sind, die jetzt schon die ganze Zeit während der Corona-Pandemie mit ihrem eigenen Körper gepumpt haben und schon richtig stahlhart sind. Machen wir noch was mit extra Gewichten. Was ihr dazu braucht, wären nur Flaschen, ein Handtuch und ein Rucksack. Erkläre ich später alles noch, was wir damit machen. Als erstes wärmen wir uns auf und zwar machen wir da etwas vom Boxen. Wir stellen uns erstmal ganz normal hin, bisschen schulterbreit, nehmen die Arme hoch. Wichtig beim Boxen, die Haltung ist nicht diese hier, sondern wir stellen uns ein bisschen versetzt hin. Bei Conny zum Beispiel. Conny ist ein Linkshänder, der steht mit rechts vorne, weil er mit der rechten Hand auflegt. Das wäre quasi seine Führhand und die linke Hand seine Schlaghand. So, wenn wir jetzt schulterbreit stehen, fangen wir gleich an, ähnlich wie bei den Klabautermännern. Bei den Klabautermännern macht man die Beine zur Seite und die Arme nach vorne. Hier machen wir die Beine im Wechsel nach vorne, sprich so. Und dabei fangen wir erstmal an, so ein bisschen Rhythmusgefühl zu bekommen. Nehmen die Schultern mit rein, drücken die Hände immer wieder ein bisschen nach unten. So, genau. Und dann setzen wir die einfach mal ans Kinn. Und die Hände bleiben da. Die linke Hand, beziehungsweise die Führhand, für Conny die rechte Hand, bleibt ein bisschen vor dem Gesicht. Genau. Und dann, wenn das rechte Bein nach vorne geht, geht die linke Hand mit. Und wenn wenn der linke Fuß nach vorne geht, geht die rechte Hand mit nach vorne. Genau. Und die Hand kommt immer wieder zurück. Und das machen wir jetzt 30 Sekunden. Das stoppt für uns die Jury. Gerne auch mal das Tempo erhöhen. So, und gleich, wir bewegen die Beine weiter. Und jetzt machen wir das Ganze wie bei den Hampelmännern zur Seite. Auf zu. Und jetzt bewegen wir dazu wieder unsere Fäuste. Das machen wir 20 Sekunden. Die Hände immer wieder zum Kinn, Konrad. Genau. Genau, und wir bleiben, wenn wir gleich fertig sind. Genau jetzt springen wir weiter. Genau, und jetzt ist jeder dritte Schlag ein Aufwärtshaken. Heißt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und weiter. Das Ganze machen wir 15 Sekunden. So, jetzt machen wir nur noch kleine Sprünge auf der Stelle. Bist du fit, Conny? Ja, das macht ja nichts. So. So, langsam stehen bleiben. Beim Stehen bleiben gucken wir, dass wir vorne über den Fußballen abrollen. Quasi, dass wir nicht die Ferse aufsetzen. Beim Boxen, allgemein beim Kampfsport, hat man immer diese im Bestfall leichte Fußstellung, damit man schnell nach vorne kann, sich insgesamt, genau, so wie Muhammad Ali, einfach sehr mobil ist. So, das sollte erstmal reichen. Conny, du bist warm, ich schwitze auch schon. Bei mir geht es ganz schnell, aber genau, das war es erstmal mit dem Warm-up. Dann kommen wir gleich zu der ersten Übung. So, also, wir kommen jetzt zu Core Strengths. Damit fangen wir an, indem wir in die Plank Position gehen. Das halten wir jeweils 10 Sekunden und dann, während wir in den Planks sind, erkläre ich, wie es weitergeht. Also Conny, ich werde mir hier ein Handtuch nehmen, weil ich schwitze immer so an den Unterarmen. Genau, Füße zusammen. Nicht so wie beim letzten Mal, nicht so sloppy, sondern einfach schön gespannt zusammen. Ich mache es einmal seitlich, damit ihr alle das seht.
So. Und so bleiben wir jetzt 10 Sekunden. Wir spannen unseren Po an, wir spannen uns komplett an und halten das genauso. Füße ganz zusammen. So. Jetzt drücken wir uns hoch, machen 2 Liegestützen, gehen zurück in den Plank und jetzt rotieren wir mit unserem Körper. Wir setzen den Po rechts nach links ab. Aber nur den Po. Der Rest bleibt in der Luft und hält eine Spannung. Der Körper bleibt gespannt. Und stopp. Hochdrücken. 2 Liegestützen. Und hochkommen. So. Nachdem wir das hier nicht so lange aushalten und ihr wahrscheinlich zu Hause auch nicht, kommen wir direkt zur nächsten Übung. Normalerweise macht ihr davon so 5 bis 10 Wiederholungen, je nachdem, wie fit ihr seid. Ihr werdet mit der Zeit darin immer fitter. Das ist Übungssache, so wie Liegestützen. Wenn man übt, wird aus wenig mehr. Genau, jetzt kommen wir zu den allseits beliebten Sit-Ups. Da habe ich auch einige Varianten für euch. Möchtest du mal das Handtuch haben, Conny? Nö. Gut. Ja, sehr gut. Und zwar gehen wir bei dieser Variante, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich hinten mein Mikro dran habe, deswegen macht das mal der liebe Conny vor. Wir legen uns auf den Boden. Genau, sehr gut, dass du das gleich seitlich machst. Und wir machen das jetzt quasi so, normalerweise, ihr kennt es ja, setz mal deine Füße an, genau, dass man dann hier irgendwie eine Beschwerung hat und dass man dann mit dem Sit-Up hochkommt. So, nachdem das aber nicht jeder zu Hause hat oder vielleicht die Eltern nicht so viel Lust haben, die ganze Zeit eure Füße zu halten, vor allem wenn die Schuhe so schlecht riechen, deswegen bleibt der Conny mal in dieser Position, 90 Grad, lässt die Füße zusammen und lässt die Hände hier an der Seite, oberhalb von seiner Brust, legt sie nicht ab, sondern hält sie die ganze Zeit. Und jetzt macht Conny seine Sit-Ups und setzt den Rücken aber nicht ab. Und ganz wichtig dabei, die Atmung. Hoch, genau, und immer dabei atmen. Einfach ein- und ausatmen, normal weiteratmen. Der Muskel braucht ganz normal Sauerstoff, deswegen ist die Atmung dabei wichtig. Wenn ihr nicht atmet, kommt es eher zu einem Krampf bzw. zu keiner richtigen Muskelkontraktion. Genau, ganz wichtig ist, dass ihr nie absetzt, sondern immer in so einer gewissen Spannung bleibt und die haltet und immer wieder hochkommt. Gucken wir mal, wie viel der Conny jetzt so schafft. Conny hat jetzt 10.000 am Stück geschafft. War es schwierig? Nee, ne? One Punch Man. Eben. So, dann kommen wir gleich zur nächsten Übung. Okay, weiter geht's mit der Rumpfstärke. Hier, wir legen uns auf den Boden mit dem Po. Und jetzt gehen wir ein bisschen mit dem Rücken zurück, stützen uns mit den Händen ab. Und jetzt heben wir dann unsere Beine an. So, und jetzt machen wir eine 8 vor uns. Und dabei versucht ihr nicht so wie ich komplett zu wackeln, damit das nicht aussieht wie so ein Schiff, sondern genau so wie bei Conny. Conny hat eine sehr gute Rumpfstärke, hat man ja auch vorhin schon bei den Planks gesehen. Eben diese 8 Formen. Die Leute, für die das zu einfach ist, ihr könnt auch versuchen, richtig hochzukommen mit den Beinen. Wichtig ist, dass ihr dabei atmet. Der Conny macht es zum Beispiel sehr gut. Conny setzt weder den Rücken ab noch die Beine. Conny macht seine 8 und geht jeweils in beide Richtungen hoch. Atmet dabei sehr gut ein. Die Übung ist sehr gut ausgeführt. So. Ja, war sehr gut, war sehr gut. Dann kommen wir gleich zur nächsten Körpersektion. So, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Schultern bzw. Rücken. Dazu, wie vorhin ja schon vorbereitet, habt ihr mindestens eine Wasserflasche mit etwas Wasser drin. Im Bestfall, wenn ihr schon sehr viel Kraft aufgebaut habt, könnt ihr natürlich noch mehr Flaschen nehmen. Für Conny denke ich, wird das jetzt erstmal reichen. Und zwar
Wir wollen Kraft aufbauen und zwar zusätzlich zu unserem eigenen Körpergewicht werden wir uns jetzt quasi ein zu Hause erstelltes Gewicht auf den Rücken schnallen. Ich, weil ich faul bin, mache den einfachen Part und Conny natürlich den schweren. Da darf sich genau sehr festziehen. Ich mache jetzt kurz einfach vor, was der Conny gleich nachmachen wird. Sieht doch schon sehr gut aus. So kommen wir jeden Tag zum Titans Campus. Und zwar fangen wir gleich an mit Liegestützen. Wir machen aber die Liegestützen erstmal so, dass wir auf den Trizeps gehen, den Armstreckmuskel. Der Trizeps ist unterteilt in drei Sektionen. Wir machen heute das für den großen Trizeps. So, wir gehen normal in die Liegestützposition, spannen unseren Körper an, haben die Arme hier direkt unter den Schultern, dass das hier eine Linie ist. Und jetzt senken wir uns ab. Dabei gucken wir, dass die Arme, der Ellenbogen am Körper bleiben. Sprich, dass wir nicht so runtergehen oder auch nicht so, sondern wirklich so. So, bei Conny gluckert das. Das sind natürlich nur die Flaschen auf dem Rücken. Das ist das Extragewicht. Conny macht das sehr gut. Der Körper ist angespannt, sehr gerade, die Beine zusammen. Die Arme richtig am Körper angelehnt, eine sehr gute Ausführung. Der Rucksack rutscht natürlich ein bisschen, aber das sieht sehr gut aus. So, hast du deine 10 geschafft? Ja. Sehr gut. Kommen wir nun zu den Liegestützen, die mehr auf die Brust gehen. Dabei geht es ganz einfach um die Handstellung. Und zwar, es bleibt immer noch die einfache Übung Liegestützen. Bitte nur machen, wenn ihr über 15 seid, beziehungsweise über 14 seid und richtige Ausführungen. So, dabei gucken wir, dass wenn wir jetzt in die Liegestützposition gehen, dass unsere Arme weiter auseinander sind. Wenn wir jetzt diese Spannung haben und uns vorbereitet haben, die Arme relativ weit auseinander, gucken wir, dass wir jetzt die Arme mit dem Körper absenken. Sprich, dass der Oberarm und der Unterarm diese Bewegung machen, hochdrücken, runter. Das geht mehr auf die Brust. Du hast hier einen Zug in der Brust. Das wirst du merken, vor allen Dingen, wenn du mehr Gewicht hast. Du darfst das gerne mit dem Handtuch vormachen. Bei dir wird es jetzt anstrengender. Ich habe ja schon trocknen. Kannst du machen. Genau, du kannst das Handtuch auseinanderziehen. Du kannst darauf einen Teppich machen. Dann geht es noch einfacher. Ich mache davon jeden Tag 2000 Stück. Das funktioniert easy. Jetzt gucken wir mal, wie der Conny das macht. Genau. Das ist schon mal sehr gut. Merkst du schon ein bisschen was in der Brust? Conny sagt ja, er merkt sehr viel. Macht ihm sehr viel Spaß. Er hätte gerne mehr Gewicht. Gucken, was wir da machen können. Sehr gut. So. Das war's mit Liegestützen. Wir kommen gleich zur nächsten Körpersektion. So, die vorletzte Übung für unsere Rumpfstabilisation bzw. Stärke ist ganz normales Beinanheben. Dazu legt sich der Conny jetzt mal auf den Rücken. Auf den Rücken ablegen. Genau, und jetzt nimmst du deine Hände hier unten unter deinen Po. Genau. Machst die Füße vorne zusammen, legst deinen Kopf ab und unter dieser Position bzw. Spannung fängst du jetzt an, deine Beine komplett anzuheben und wieder runterzunehmen, aber nicht absetzen. Genau. Und davon macht der Conny jetzt mal 10 Stück. Ich mache auch mit. So, kurz mein Mikro zur Seite schieben. So, ich habe meine 10 geschafft. Wir haben natürlich noch eine schwierigere Variante. Und zwar, Conny, geh mal wieder zurück in die Anfangsposition. Aber jetzt nimmst du die Hände weg, hier zur Seite. Genau. Schweben. Nee, auf den Boden ablegen. Du kannst sie auf den Boden ablegen. Wichtig ist, dass ihr da noch ein bisschen Kontakt zum Boden herstellt mit den Händen, dass ihr Druck ausüben könnt. Weil wenn ihr jetzt eure Beine anheben werdet,
merkt ihr, dass es viel, viel, viel schwieriger ist. Also es ist eine viel, viel höhere Spannung, die ihr halten müsst. Bei Conny sieht es jetzt schon ganz gut aus. Der kann mal probieren, die Hände hinten am Kopf so abzustützen und immer noch das Gleiche mit den Beinen zu tun. Genau, und es ist schwieriger. Ist gleich sehr, sehr viel schwieriger geworden. Das sind 3 Stufen, wie ihr das machen könnt. Das Ganze ist sehr, sehr gut für eure unteren Bauchmuskeln. Bei mir zum Beispiel über Corona, man hat ein bisschen mehr gegessen, hilft das Ganze einfach wieder ein bisschen mehr zu straffen. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Übung für unsere Rumpfstärke und dann zur nächsten Körpersektion. So, für die nächste Übung braucht ihr ein Handtuch oder für die, die haben, genau, ein Resistance Band bzw. so ein Gummiband. Damit machen wir gleich die nächste Übung, die ist speziell für den Rücken. Sehr gut, Conny. Wir legen uns jetzt auf den Boden, auf den Bauch. Runter mit dir, Conny. So, dieses Handtuch halten wir gestreckt vor uns, gucken, dass wir komplett auf dem Boden sind, die Füße auf dem Boden. Du kannst gerne die Fußspitzen aufsetzen, du kannst sie auch ganz entspannt lassen, je nachdem, wie du möchtest. Der Conny, nachdem er jetzt das Resistance Band hat, wird es auseinanderziehen mit den Daumen drinnen. Genau, noch mehr Spannung, genau. Und jetzt heben wir unseren Oberkörper ein bisschen an, sodass wir im Unterrücken ein bisschen eine Spannung haben. Und jetzt ziehen wir dieses Handtuch zu uns ran. Genau, Conny darf noch mehr auseinanderziehen, dass es noch anstrengender wird. Dann betrifft das Ganze noch mehr Muskeln im Rücken. So, und das Ganze macht ihr ganz langsam. Richtig schön langsam, dass ihr merkt, eure Muskeln werden schön beansprucht. Ich fange sogar schon an zu zittern, weil mich das so anstrengt. Genau. Die Übung ist wieder vorbereitend für Klimmzüge, für den Rücken. Und das Ganze wandeln wir jetzt nochmal ab. Und zwar setzen wir den Kopf mit der Stirn auf den Boden. Bitte langsam absetzen, Conny. Genau. Und jetzt spannen wir wieder das Handtuch bzw. unser Resistance Band und ziehen das Ganze hinter dem Kopf unter Spannung. Lass es mal vorkommen. Genau. Um hier wieder ein bisschen was für die Rumpfstärke mitzutun, heben wir jetzt die Beine genau mit an und machen diese zusammen. So. Und jetzt kannst du das Ganze probieren, dass du deinen Oberkörper mit nach oben nimmst, aber die Übung trotzdem noch hinter deinem Kopf ausführst. Genau, ein bisschen höher mit dem Oberkörper. Genau. Den Kopf kannst du gerne vom Boden nehmen, sonst ist es wahrscheinlich ein bisschen unangenehm zu drücken. Genau. Conny macht das sehr gut vor, so soll die Übung aussehen. Insgesamt ganz wichtig für alle Übungen, die wir machen, bitte fangt mit den Basics an, mit den einfachen Übungen und die Steigerung, wenn ihr die Basisübungen ein paar Mal gemacht habt, damit ihr einfach eine Fitness dafür aufbaut, der Körper diese Muskelkontraktion einfach drauf hat. Genau, dann kommen wir jetzt nahtlos zum nächsten, da wir ja super fit sind. Wir trainieren jetzt eine andere Körperregion und zwar unsere Beine. Conny bekommt wieder seinen Schuhrucksack, gibt mir sein Band zurück, Dankeschön, setzt den Rucksack auf und wir kommen jetzt zu den sogenannten Squats bzw. zu Deutsch Kniebeugen. Dabei ganz wichtig, bevor ihr das mit Gewicht macht, das macht dann gleich der Conny vor, zeige ich euch einmal die Grundform. Wir stellen uns ein bisschen breiter hin als schulterbreit. Die Fußspitzen zeigen nach außen, bitte nicht so, sondern einfach nur ein klein wenig, ungefähr so, dass die Fußspitzen ein bisschen nach außen zeigen. Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, ist es ganz wichtig, dass sich der Po absetzt und streckt. Bei dieser Bewegung darauf achten, dass die Knie nicht über die Fußspitzen gehen. Sofern das passiert, verliert ihr die komplette Kontraktion aus dieser Übung. Das heißt, ganz wichtig, ihr stellt euch so hin. Ihr könnt am Anfang das von einem Spiegel machen. Ich sehe mich jetzt hier gerade ganz gut, wie das der Kameramann auch mitmacht. Er möchte auch fit werden. Wie der das vormacht, sieht sehr gut aus übrigens. Genau, und dann gehen wir so nach unten.
Und wieder hoch. Den Po dabei raus. Sieht bei mir wahrscheinlich ganz lustig aus. Wird bei Conny noch besser aussehen als bei mir. Und jetzt machen wir das Ganze einmal mit Gewicht. Ihr könnt euch natürlich beliebig viel Wasserflaschen in euren Rucksack stecken oder in irgendeine Tasche, die ihr auf eurem Rücken befestigen könnt. Genau. Bei Conny sieht das soweit sehr gut aus. Wichtig ist auch, dass der Rücken dabei gerade ist. Wir haben dabei immer Körperachsen, die fungieren sollen und nicht, dass das Ganze aus dem Rücken irgendwie so gemacht wird oder so oder so, sondern wie ich vorhin erklärt habe, einfach, dass sich die Beine bzw. der Po absetzt und der Rest gerade bleibt. Der Rücken bleibt dabei auch gerade, so wie Conny das vorgemacht hat. Aber wenn ich merke, dass meine Ferse hochgeht, kann ich ruhig noch ein bisschen, also jetzt nicht so, aber genau, weitermachen. Genau, wichtig, wenn ihr merkt, dass eure Fersen vom Boden abheben, dann könnt ihr euren Stand weitermachen oder sogar eure Fußspitzen weiter nach außen machen, damit ihr nicht abhebt. Wenn ihr wieder abhebt, verliert ihr wieder sehr viel Muskelkontraktion, sprich ihr trainiert nicht effektiv. So, Conny macht das sehr gut. Conny hebt nicht ab. Conny ist auf dem Boden geblieben. Und damit war es das für heute von uns. Wir sehen uns natürlich bald wieder. Und zum Abschluss noch...